Alle Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus sind bereit, über einen gemeinsamen Gesetzentwurf zum Tempelhofer Volksentscheid zu verhandeln. Man reiche allen in diesem Haus die Hände, kündigte der CDU-Abgeordnete Stefan Evers im Parlament an. Die Opposition aus Grünen, Linken und Piraten äußerte jedoch die Befürchtung, am Ende wollten SPD und CDU doch nur die Pläne des rot-schwarzen Senats in ein Gesetz gießen. Am 25. Mai stimmen die Berliner über die Zukunft des Tempelhofer Feldes ab. Der rot-schwarze Senat will an drei Rändern Wohnhäuser bauen und in der Mitte eine Freifläche von 230 Hektar belassen.